Hallo Leute, hier ist Chris von Beyond Pixels und ich spiele heute Lara Croft and the Guardian of Light an. Das gibt es im Moment für die Xbox 360 im Zuge des Games with Gold Programma. Gratis auf Xbox Live, das heißt, wenn ihr eine Xbox 360 habt und ein Gold Membership, dann könnt ihr das noch den ganzen Jänner über gratis bekommen als Download. Im Februar gibt es dann wieder was anderes. Das werde ich dann wahrscheinlich auch anspielen. In der aztekischen Mythologie ist Yucatan ein uraltes Schlachtfeld, auf dem die menschlichen Anhänger von Totec, dem Wächter des Lichts, einst einen Krieg gegen die dämonischen Mächte von Xolotl, dem Bewahrer der Finsternis, führten. Es steht geschrieben, dass Xolotl die Macht eines Artefaktes benutzte, das als Spiegel des Rauchs bekannt ist, um eine Horde unaussprechlicher Schrecken aus dem Höllenschlund herbeizurufen. Hat man viel Ähnlichkeit mit dem Spiegel? Bei der folgenden Schlacht allesamt getötet, doch Totec selbst überlebte. Er fand einen Weg, die Macht des Spiegels gegen den bösen Gott zu wenden. Und so wurde Xolotl im Inneren des Spiegels gefangen und Toteks Nachfahren schufen ein mächtiges Reich, das bis zur Ankunft der Konquistadoren Bestand hatte. Darüber, was mit dem Spiegel des Rauchs geschah, geben die alten Texte kaum Auskunft. Manche sagen, er sei an einem geheimen Ort versteckt worden und auf ewig verloren. Aber eine Sache habe ich gelernt, dass absolut nichts auf ewig verloren ist. Und hier ist er nun. Nachdem ich wochenlang durch den Dschungel Mittelamerikas gestreift bin, habe ich den Spiegel des Rauchs endlich gefunden. Er sieht gar nicht so besonders aus, aber ich habe noch etwas gelernt, dass der Schein trügen kann. Und diese Jungs wissen das offenbar auch. Hier kommt Vasco ins Spiel, der Warlord dieser Gegend. Er ist seit Jahren hinter dem Spiegel her, konnte ihn aber ohne meine Hilfe nicht finden. Vermutlich ist Vasco auch keine große Leseratte. Von dem Fluch scheint er nichts zu wissen. Oder er glaubt einfach nur nicht daran. Tja, immer wenn die Lara Croft ihre Finger im Spiel hat, gibt's irgendwas mit dem Fluch. Ihr seid unwürdig, Totec. Habt ihr die letzte Schlacht vergessen, als wir uns gegenüberstanden? Ein neuer Tag ist angebrochen und schon bald wird die Nacht zum letzten Mal über diese Welt hereinbrechen. Gar nicht, was du entfesselt hast. Xolotl wird die Welt in ihrem Blut ertränken. Kein Grund, melodramatisch zu werden. Das lässt sich bestimmt irgendwie regeln. Xolotl muss in dem Spiegel gefangen und hierher zurückgebracht werden, bevor der Morgen dämmert. Nur so kann man ihn aufhalten. Zurück. Das ist nichts für eine Frau. Du solltest vielleicht ein Stück zurücktreten, sonst wird am Ende noch dein hübscher Rock angekokelt. Geh von der Tür weg, sonst reißt die Bombe nicht nur deinen Stolz in Stücke. So gefällt mir das. Einfach ablegen und dann nichts wie weg. Ah. I see. Ja, schaut schon mal cool aus. Okay, das wäre geklärt. Und jetzt suchen wir deinen hässlichen Freund. Ich muss mich beeilen. Xolotl wird nicht ruhen. Rechten Stick zielen. Rechter Trigger schießen. Mit L kann man sie werden ziehen bewegen. Ah, okay. Ein bisschen eigenartig die Steuerung. Das ist gar nicht so leicht, um das zu treffen. Naja, gut. Das war nicht so schwer. Oh. Jetzt Steak mit ihren explosiven Fässern immer. Das Spiel ist gerade interessant, oder? A ist springen, B. Keine Ahnung. Was ist damit?
Oh, stimmt. Das Ding wäre wesentlich gefährlicher gewesen, wenn es in die andere Richtung geschossen hätte. Weiterhin verfolgst, wird er dich töten wie alle anderen. Ich muss es einfach darauf ankommen lassen. Du bist eine Närrin. Aber wenn du unbedingt willst, nimm wenigstens das auf deine Reise mit. Danke. Es wurde von den Göttern geschmiedet und hat große Macht. Etwas altmodisch. Es hat die Macht, etwas aufzuspießen. Verwendung dafür. Ich wünsche dir viel Erfolg. Danke. Das mit dem Angriff ja ausweichen. Wow! Weiß ich schon. Au! Na gut. Das war ja jetzt nicht so schwer. Au! Fuck! Nein! Au! Das ist das erste Mal bei Tomb Raider, dass eine Tür offen bleibt, wenn man den Schalter umlegt und nicht sofort wieder zugeht. Aha. Wie viele hat sie davon? Dieser antike Altar scheint meine Kraft wiederherzustellen. Okay. Besser als die Pistolen. Wenn da oben steht, kann ich nicht mehr schießen. Der berüchtigte Haken. Oh. Sind ja sicher. Da hätte sie nicht einfach übers Geländer klettern können. Beispiel. So, bei den Azteken gibt es überall TNT-Fässer. Interessant. Mal, dass ich wieder durch die Tür durch muss und dann nicht drüber klettern kann. Klar, was sonst? Oh, da bin ich gekommen.
zu. Der Speer ist echt cool. Ist echt leicht. Diese Artefakte wurden früher von Kriegern benutzt, um in der Schlacht ihre Fähigkeiten zu verbessern. Aha. Okay. Gut. Ja, los jetzt. Gehen wir mal drauf. Ah. Bälle. Schätze mal, dass ich die auf die. Au! Auf diese Schalter legen muss. Ah, fuck. Da! Er ist vom Ball überrollt worden. Geil. Der jag ich jetzt kaum. Man bleibt da liegen. Komm, kletter da drauf. Ja, jetzt habe ich verstanden, dass ich da mit dem Haken arbeiten muss. Oh nein, das Tor ist zu. Oh, und Flammenwerfer. Das ist doch ein Witz. Was jetzt? Ah. Okay, ich sterbe sofort, wenn ich in die Flammen laufe. Das ist doch ein Witz. Ja, du sagst es. Das bringt mir gar nichts, wenn ich da drauf stelle. Vielleicht ist der Ball dann gut. Muss ich mir das jetzt ernsthaft jedes Mal anschauen, wenn ich da reinlaufe? Das ist doch ein Witz. Ja, hahaha. Ha. Unheimlich komisch.
Tja. Bin mir nicht so ganz sicher, was ich da tun soll. Gehen aus, wenn ich da die Schalter benutze. Okay. Schieben wir den Ball einfach mal auf den Schalter. Jetzt geht es in die andere Richtung. Da liegen lieber Ball. Okay. Ah, die bleiben da nicht liegen, gut. Dann brauche ich dafür wohl auch den Ball. Ah, bleib da! Oh Gott, fall nicht runter! Bleib liegen! Bravo, Paul! Ich weiß mal, dass ich den für irgendwas brauche. Oh, cool. Kann ihn so. Ah! Ich sehe schon für diesen. Ja, nein! Geh wieder zurück! Geh wieder zurück! Da ist ein Schädel, was ich mir holen will. So. Ah! Ich bin nicht ganz sicher, wie das funktioniert. Komme ich nämlich schon mal nicht drauf. Ah, Moment, vielleicht. Ja, funktioniert doch. Interessant. Das nochmal drauf schießen? Ja. Ein beeindruckendes Exemplar. Du wirst mir eine gute Dienerin sein. Ich wäre da vorsichtig. Dann werde ich aus dieser zarten Haut eine Robe machen. Wir werden sehen. Ein Lagerpelzmantel. Kopf, Kopf. Ach, herrje. Der Speer bleibt in ihm stecken. Cool. Dass die andere sich hinter ihm versteckt. Oh.
da irgendwo hin? Raus, Fangsgräber. Aha. Tja, schieß mal auf das Ding da. Nein. Das funktioniert offensichtlich nicht. Aber da kann ich rauf. Und jetzt wohin? Da! Verdammt. Wieso kann ich da nicht drüber klettern? Das ist ein Schwachsinn. Da nämlich auch nicht. Aha, okay. Ich kann nur von da nicht drüber schießen. Wenn ich mich da drauf stelle, geht das vielleicht, dass ich drüber schieße? Also von da oben keine schießen. Ah. Sie kann nicht nach unten schießen. Kann er nicht drüber springen, okay. Gut. Hä? Ah, gut. Speere hängen in der Luft fest. Nein, runter. So. Das war's wohl. Wie kommen wir jetzt wieder zurück? Ich schätze mal, das war's. Oh, Heilung. Explodiert! Was ist das? Ein seltenes Stück. Diese Reliquien wurden angeblich von den Göttern geschmiedet, um verdienten Kriegern mehr Macht zu verleihen. Mhm. Eigentlich will ich das nicht lesen. Ah. Reliquie, verstehe. Okay. Hä? Schwebt das Ding in der Luft? Warum steht das? Ich zieh mal da. Oh ja. Oh oh. Ja, und das letzte. Da kann man keine Pfeile reinjagen. Okay. Ah. Okay. Ah! Ah, jetzt springen. Oh. Ein golden leuchtendes Öffnungsdings. Auch Tür genannt. Oh, das war's das erste Level. 18 Minuten und 40 Sekunden. Cool. Zur
keine von den Score-Herausforderungen geschafft oder von den Bonus-Herausforderungen. Aber so oder ähnlich funktioniert Lara Croft and the Guardian of Light. Denke ich halt. Na gut, das war's mit diesem Video. Bis dann.